Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und heute bin ich wieder für euch in Devolvefin unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute geht es mal wieder um den Great Vault und den möchte ich mit einigen Chars aufmachen. Letzte Woche habe ich ja wirklich viel für den Vault gemacht. Mit Main ging es eigentlich, ich war 4 Keys und zwar 4 10er Keys. Ich habe tatsächlich jetzt hier 4-mal das Steingewölbe gelaufen, ne, um es Mount zu kriegen. Und ich habe es sogar bekommen, aber nicht im M+, sondern in einem M0. Ne? Also Steingewölbe ist jetzt für mich auch quasi gone. Und dann war ich auch noch ein bisschen in den Delves. Ne? Und ja, mit den Twinks habe ich auch einiges gemacht. Da waren mal viele Dungeons und Delves und vieles andere Zeug. Zum Teil auch im Raid für Queen Anshurek fürs Mount, was ich ebenfalls bekommen habe. Also sieht ganz gut aus. Jetzt würde ich sagen, schauen wir mal rein. Und warte mal, ich muss jetzt einmal gucken, Lootsback oder Wildheit. Ich hätte gerne, wenn ich was aussuchen dürfte, die Waffe hier raus. Gecrawled ist es oder ein Tier-Set-Teil? Schauen wir mal, was wir kriegen. Glaube ich schlecht aus. Also, was haben wir drin? Delf, Trinket, Handgelenke, das kann ich knicken. Hier aus dem LFR, Hals kann es auch knicken. Ich habe eine Tier-Set-Hose. Das ist gut, muss ich sagen. Also die könnten wir nehmen. Und ich habe einen Tierset-Kopf. Da ich an dem Slot schon ein Item habe, was auf Mythos-Track ist, ist es, glaube ich, eigentlich ein No-Brainer, was wir nehmen. Was haben wir hier? Na gut, irgendeine Low-Hose. Die braucht kein Mensch. Also wir müssen eigentlich die Hose nehmen, ne? Klar, das ist jetzt ein minimales Upgrade, weil es von 6.19 auf 6.23 ist, aber das ist halt der Mythos-Track, ne? Und dann habe ich auch Mythos T-Mock. Ja gut, dann nehmen wir die Hose. Gibt es gar keine große Überlegung. Ist aber auf jeden Fall ganz gut. Waffe hätte ich natürlich lieber gehabt, ne? So, jetzt packen wir da zwei Sachen drauf. Und zwar zum einen packen wir da einmal das die Verzauberung drauf. Ich glaube, die könnte ich mir sogar auch selber craften. Warte mal. Wollen wir da jetzt anfangen? Und da viel, viel Gold für auszugeben. Gucken wir mal, ob ich mir die selber bauen kann. Das müsste ja ein Lederer machen. Tja, ich habe keine Ahnung, wie das... Ah, warte mal, das müsste das sein, ne? Also das ist da drauf, da ist Beweglichkeit und... Oh, warum habe ich denn Rüstung? Eigentlich wäre Life besser, oder? Ich habe doch eh das Falsche. Was gibt es denn? Beweglichkeit und Rüstung gibt's? Beweglichkeit und Ausdauer. Finde ich eigentlich geiler. Soll ich es mir mal durchsimmen? Das könnten wir eigentlich machen, oder? Mit Rang 2 Materialien? Komm, ich baue mir die mit Ausdauer, oder? Das mit Rüstung? Ich habe ja eh so viel Rüstung mit Active Mitigation. Hab ich jetzt gesagt. Schauen wir mal, ob ich mir das günstiger bauen kann, als wenn ich es im AH kaufen würde. Okay, wenn das Auktionshaus mal wieder nett will. Okay, da brauchen wir zwei. Gut, das hat mich jetzt gekostet. Knappe 2k, und wenn ich das jetzt kaufen wollen würde. Naja, okay. So eine Scheiße, ich hätte es mir lieber im Auktionshaus gekauft. Ist da weniger drauf als da? Nee, es ist beides 600. Das Ding kostet 1200 im Auktionshaus. Also ich hätte es mir einfach kaufen sollen. Das ist jetzt tatsächlich günstiger, wenn ich es gekauft hätte. Ich schätze mal, das liegt daran, wegen Multicraft und so Proc-Geschichten. Aber ich habe hier auch nochmal so ein Teil, was ich eh loswerden will. Muss ich nicht verwenden? Brauche ich die Schmiede. Ja, okay, also wir machen das jetzt gerade hier richtig unnötig. Ich hätte einfach das Ding aus dem AH kaufen können und fertig wäre es gewesen. Aber gut, jetzt haben wir uns die Mats gekauft. Jetzt crafte ich mir das selber für tatsächlich mehr Gold, als es im AH ist. Aber gut, so ist das. Das ist auch nicht, warum ich mir davor das mit der Rüstung drauf gemacht habe, wenn ich ehrlich bin. Und jetzt brauche ich sogar auch noch einen Haufen Konzentration und kriege trotzdem nur eins raus. Naja, so viel dazu. Halt! Das hätte ich jetzt beinahe das Falsche gemacht. Da muss ich es drauf machen. Nee, das ist auch das Falsche. Hier müssen wir es drauf machen.
Habe ich denn die PvP-Hose eigentlich an? So, egal. Jetzt verbessern wir es noch. Ich habe nämlich noch ein paar Marken rumliegen. Das können wir nämlich auch noch verwenden. Und dann sind wir vielleicht vom Gear auch nochmal ein kleines bisschen besser. Also, das können wir jetzt um 2 zumindest upgraden. Dann ist es zumindest auf 6,29. Ja, und wenn ich jetzt nochmal ein bisschen im Plus unterwegs bin und die Mythic-Marken habe, dann werde ich, denke ich, mal die Hose upgraden, weil die ist ja eh bis... Oh, die hat sogar, ich sehe es gerade erst, die hat sogar noch einen Tertia-Stat drauf, ne? Das ist ja sogar noch besser, das habe ich vorhin gar nicht gesehen. Gut, dann sind wir mit dem Char schon mal fertig. Dann können wir eigentlich direkt auf den nächsten. So, der nächste Char ist mein Hexer. Und ja, mit dem war ich, glaube ich, Delphs unterwegs und mal gucken, was wir Schickes drin haben. Und ich war ein paar Dungeons, um Temok zu farmen. Dann können wir gleich mal schauen. Vielleicht kriegen wir da auch was raus. Okay, also das macht gar keinen Sinn. Das, schön, das wird mir sogar ein Temok geben. Aber wir gucken jetzt erstmal wegen Item-Level-Gear. Okay, ich habe quasi schon den Stab. Ich könnte jetzt hier einen Trinket holen. Die Kerze habe ich auf 606 an. Oh, ich bin echt dann her überlegen, ob ich das T-Mog nehme. Aber es ist halt... Ja, das ist halt Z-T-Mog, ne? Was habe ich denn? Ich habe nur ein Zweier-Set. Also eigentlich... Ah, langfristig werde ich die Z-Dinger eh kriegen. Komm, wir nehmen die Kerze, egal. Die ist nämlich eins der besten Trinkets und die auf 616 zu haben, ist schon nicht schlecht. Wenn ich langfristig denke, war das, glaube ich, die bessere Wahl tatsächlich. Dann haben wir hier meinen Hunter. Das ist auch wieder so ein Delph-Char, der ist bei 606. Ja, mal gucken, was er drin hat. Also, ich hätte Hände drin, die sind auf jeden Fall besser. Die sind 616. Dann hätte ich eine Brust, gut, die hat schon Set, dann würde ich die auf jeden Fall nehmen. Was haben wir hier? Das sind halt auch Hände, aber das ist aus M0, oder? Ja, gut, das ist auch nicht besser. Und das ist eigentlich auch Käse. Also es ist eigentlich relativ No-Brainer, wir nehmen die Brust. 616 und ein Set. Ist halt schade, dass ich schon 610er anhab, ne? Aber gut, da machst du nichts. Zumindest noch ein T-Mog. Der, achso, der hat ein 1er-Set jetzt. Da habe ich anscheinend noch nichts umgewandelt. Aber da warte ich jetzt auch erstmal noch, bis ich besseres Zeug kriege, dass ich das umwandle. Also der Char ist ja hauptsächlich für T-Mog da und nicht... Ich glaube, mit dem habe ich selber noch kein Delph gelaufen. Den habe ich immer nur mit dem Main mitgezogen. Aber seht ihr, was der für einen Ring hat? Den 26er Ring, weil ich letzte Woche 4 Dungeons durchgelaufen bin. 4 HC-Dungeons. Und dann habe ich das Ding rausgekriegt, weil ich am T-Mog-Farm war. Also den hätte ich ganz gern mit dem Main, muss ich sagen. Aber naja. Der nächste Char ist dann hier mein Priester. Warte mal, da können wir gleich die Kiste aufmachen. Die habe ich nämlich letzte Woche liegen lassen. Da hatte ich nämlich schon 4 so wöchentliche Events gemacht. Du kriegst ja nur 4 Keys raus, ne? Und die brauche ich ja immer für die Delphs. So, der ist bei 608. Und der müsste halt auch irgendwie 2 616er Items kriegen. Mal gucken, was wir drin haben. Vielleicht T-Set wäre ganz gut. Okay, wir haben 2 Trinkets drin. Das ist natürlich nicht gut. Bin schon fast zum Überlegen, ob ich das T-Mog nehme. Wisst ihr, was wir machen? Wir simmen das geschwind. Und wenn die nicht gut sind, dann nehme ich das T-Mog. So, Dollar, der Sim ist durchgelaufen. Und er sagt mir, dass ich das Trinket hier nehme. Kiss of Death. Soll ich nehmen. Ist anscheinend im Dungeon Slice 12.000 DPS mehr, ne? Andere, ja. Gut, mit dem Dolch zusammen soll ich das anscheinend benutzen. Okay, wobei, das können wir auch zumachen. Dann machen wir das doch mal. Schade, ich hätte aus T-Mog genommen. Bin immer noch am Überlegen, aber komm. Die Chars wollte ich, also von jeder Klasse eingegierten halt über die Dells wollte ich machen, naja. So, okay, dann tauschen wir die Kerze hier mal aus gegen das Ding und dann gucken wir weiter. Dann haben wir hier noch einen Worry. Ach, guck mal, der hat auch so eine Kiste, so ein extra Key. Dann gucken wir mal, was da Schönes drin ist. Der ist auf 610. Okay, also wir hätten Hände, die hab ich schon. Wir haben den Umhang, gut, auf den wird es dann wahrscheinlich rauslaufen.
Dann haben wir einen Finger und eine Hose, die wir natürlich beide stammen, über Dungeons und über ein LFR haben wir Handgelenke. Na, echt schade. Aber dann nehmen wir hier auch den Rücken, dass der ein bisschen höher vom Item-Level ist. So, okay. 611 sind wir jetzt. Naja, sieht doch schon gar nicht schlecht aus. Als nächstes haben wir hier meinen Magier. Und der ist bei 608, 609. Ein höheres Set wäre vielleicht nicht schlecht. Okay, wir haben Schultern und wir haben Hände. Ja gut, da wird es auf die Hände hinauslaufen. Was haben wir hier? Ein Ring und ein Hals. Okay, das ist ein No-Brainer. Dann nehmen wir natürlich die Hände. Mal gucken, ob ich irgendwann auch ein paar Mythic-Marken zusammenkriege, dass ich das Zeug dann halt noch auf 623 upgraden kann, ne? Um da auch das Mythic-Themok noch mitzunehmen. Gut, sind wir mit dem auch schon wieder durch. Als nächstes haben wir dann meinen DK. Der ist bei 611. Könnt ihr brauchen. Oh, der hat erst 3 Set-Teile, ne? Ein Set-Ding wäre nicht schlecht. Okay, was ist denn das? Ach nee, das ist sogar ein Set. Ah ja, perfekt, das brauchen wir. Hals. Und das ist eine Brust, die brauchen wir eh nicht. Räum. Ich war mit dem letzte Woche nicht beim Ding. Na gut, ich habe eh das Mount jetzt, aber anscheinend habe ich den vergessen für LFR, ne? Strange. Aber dann haben wir da das 4er-Set. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Mit dem laufe ich tatsächlich auch die Delves und ziehe die anderen Chars. Jetzt muss ich den aber, glaube ich, auch neu skillen, oder? Ah, die Heldentalente. Okay, die muss ich dann mal... Komm, wir nehmen jetzt schon mal irgendwas. Falls ich es vergesse und dann im Delf mit 2 Talenten weniger spiele, wäre eher schlecht. Gut, dann wäre der eigentlich auch gut verwurschtet. Perfekte Items bekommen mit dem. Dann haben wir nochmal einen Worry. Den habe ich mir letzte Woche erst hochgespielt. Mit dem laufe ich nicht die Delves. Und ja, aber zumindest haben wir, glaube ich, über Dungeons einen Vault und über LFR. Also hier könnte ich auch tatsächlich T-Mog nehmen. Ah, super. Da kriegt es natürlich im LFR keinen Mog. Hier auch keinen Mog. Aber das könnten wir nehmen. Das ist doch gar nicht schlecht. Das grade ich dann nur ab auf Normal. Und dann haben wir sogar 2 T-Mogs. Perfekt. Schauen wir mal über die... Über diese ganzen Ruffraktionen gibt es ja relativ viele Marken, ohne dass ich mit dem Char irgendwas groß machen muss. Ne? Fliegst du ja einfach hin, holst sie ab und darüber müsste ich jetzt die Hände upgraden können. Und dann haben wir wahrscheinlich auch gleich das Normal Transmog. Na, seht ihr. Perfekt. Immer auch noch ab. Weil es gibt ja auch ein Achievement mit den ganzen Sets, ne? Die muss ich eigentlich auch noch machen. Okay, das ist doch schon mal nicht schlecht. Gut, dann gucken wir weiter zum nächsten. Als nächstes haben wir hier einen Schurken. Den habe ich auch letzte Woche erst auf Max gezogen. Das ist auch keiner von meinen Delft-Chars, aber ich glaube, ein paar Dungeon-Sachen habe ich mit dem gemacht. Und wieder Queen wahrscheinlich umgehauen. Ja, okay, das ist natürlich jetzt bitter. Was machen wir da jetzt? Das ist eigentlich beides für den Sack. Ich habe ein 509er Handgelenk habe ich an. Also das Trinket wäre eigentlich wahrscheinlich sinniger. Das ist eins der besten Trinkets, aber die Handgelenke kann ich halt irgendwann für T-Mog noch benutzen. Wisst ihr, was ich meine? Dann nehmen wir jetzt lieber die Handgelenke tatsächlich, weil da kann ich eventuell dann den Katalysator irgendwann packen und dann sogar zusätzlich noch upgraden, dann sollte da ein Schuh draus werden. Machen wir es so rum. Als nächstes haben wir noch einen Druid. Ich weiß gar nicht, was ich mit dem eigentlich gemacht habe. Das ist mein Kräuterkunde-Bergbau-Char. Also den Char habe ich nur mit Kräuterkunde und Bergbau von 70 auf 80 gespielt. Und irgendwas hat der aber auch im Vault drin. Jetzt gucken wir mal, was da dabei ist. Ah, okay. Wir waren natürlich auch bei Queen und hier... Schau mal, das kann ich sogar beides brauchen. Ich würde aber sagen, ich nehme lieber das LFR-Teil, weil die Set-Teile kriegst du eigentlich eh nachgeschmissen. Nehmen wir das Ding, graden das einmal ab auf Normal. Schauen wir mal, ob ich mit dem die Marken geholt habe.
Ja, das sieht gut aus. Er hat eh noch ein 400er irgendwas Item-Level-Teil an. Also das war ja sogar ein richtig gutes Upgrade für den noch. Ja, das war sogar das lowste Teil, was ich hatte, ne? So, okay, dann graden wir das ab auf 5 von 8. Na, wunderbar. T-Mock. Als nächstes haben wir den Evoker. Das ist, glaube ich, auch wieder einer von den Chars, mit denen ich im Delph unterwegs bin. Ja, der hat zum Beispiel da oben schon 616er Kopf an. Jetzt schauen wir mal. Das ist, glaube ich, erst der zweite Vault, ne, bei dem Char. Okay, was haben wir denn? Wir haben eine Schildhand, das ist kacke. Die Hose wäre eigentlich ziemlich gut. Ich muss die Brust nehmen. Es hilft alles nix. Ich muss sie nehmen. Ich kann euch zeigen, warum. Ich hab befürchtet, dass das passiert. Also, ich habe letzte Woche die HC-Dungeon-Sachen gefarmt. Sowohl Cataclysm, ne? Also, das sind halt die HC-Drops, die neu reingekommen sind mit der War Within. Weil die zwei Sachen ja jetzt in dem Roster von der Season drin sind. Und ich habe jetzt zum Beispiel hier in BFA, in der Belagerung von Boralos, habe ich alle Items bis auf diese Scheißbrust. Und ich bin mit jedem Kettenschar, den ich habe, rein. Und ich habe immer die Schultern gekriegt. Also jedes Mal ist ein Item für mich gedroppt, aber ich habe jedes Mal die Schultern gekriegt. Alle anderen aus der Gruppe auch immer die Schultern. Es droppen immer für jede Rüstungsklasse Schultern und für jede Rüstungsklasse eine Brust. Ja, komm, also klar, das Ding wäre ein gutes Upgrade, es wird auch T-Mock bringen, aber es hilft alles nichts. Ich muss die Brust nehmen, dann habe ich diese Kack-Inni weg und dann muss ich da nie wieder rein. Das, ja, ist jetzt natürlich Item-Level technisch echt niedrig, aber seht ihr, jetzt ist hier die Inni raus, jetzt habe ich nur noch Grimbartoll, da muss ich mal gucken. Da wollte ich eh eigentlich mal den Vault dazu einstellen, dass ich die Teile vielleicht noch kriegen kann. Mal gucken. So, also das war eigentlich jetzt T-Mock-technisch schon eine gute Angelegenheit. Gut, anlegen brauche ich sie wahrscheinlich... Oder doch, die ist sogar tatsächlich besser als das, was ich habe. Mann. Gut, dann schauen wir weiter. So, als nächstes haben wir den Schurken. Und das ist auch ein Char. Ich glaube, mit dem habe ich keine Delves gemacht, ne? Das war ja mit dem anderen Rogue. Ah, doch. Das ist sogar mein Delph-Char. Schau mal an. Schon ein bisschen Überblick verloren. Also das hätten wir hier aus dem Dungeon. Hätten wir ein Set. Hier hätten... Holy shit, was habe ich denn da? 486er Hals habe ich nur an. Ja, das wäre auch besser wegen Set. Aber ich werde wahrscheinlich den Kopf nehmen, ne? Haben wir noch ein Trinket? Ja, wir nehmen den Kopf. Das ist langfristig, denke ich mal, das Sinnigere. Schon mal irgendwo in den Delphs nennen. Einen Hals kriegen, das sollte eigentlich passen. Gucken, ob ich noch irgendwas rumliegen habe. Oh, das ist zum Beispiel auch schon mal höher. Naja, aber Set-Kopf ist schon mal nicht schlecht. Gut, so viel dazu. Als nächstes haben wir noch einen Hunter. Und hier seht ihr die Schultern, ne? Na, die sind jedes Mal gedroppt in Belagerung von Boralos. Ja, mit dem habe ich auch Dungeons reingefarmt. Also der müsste wahrscheinlich einen Dungeon-Loot haben. Ja, sonderlich viel Gear hat er nicht. Den habe ich letztens auch erst auf Max gespielt. Okay, was haben wir? Wir haben einmal Handgelenke, Trinket. Lass mich mal überlegen. Ja, das wäre zum Beispiel auch... Ich glaube, das ist sogar das Biss-Trinket. Aber auch hier nehmen wir die Handgelenke, weil die kann ich ja dann wieder für T-Mock irgendwo upgraden und so. Das macht, glaube ich, mehr Sinn. Ich müsste jetzt mal schauen. Zum Beispiel, das ist ein Char, wo ich noch gar keine von den Aufladungen benutzt habe vom Katalysator. Wie viele ich jetzt aktuell schon habe. Eventuell kann ich da schon ein paar benutzen dann. Kann man zum Beispiel reinpacken. Ich habe 4 Aufladungen, okay. Ja, gut. Theoretisch hast du ja die Off-Slots vom Set. Handgelenke, Rücken, Gürtel und Schuhe, das sind 4 Slots. Und die 5 Main-Slots kriegst du ja eigentlich kompletto über den Vault, ne? Kannst du ja auch direkt rauskriegen. Heißt, ich könnte eigentlich bei den ganzen Chars schon mal diese Off-Slots alle in den Katalysator packen, upgraden auf 5 von 8.
Und dann halt einfach nur noch drauf warten, bis ich im Vault die anderen Sachen kriege. Aber ich benutze die jetzt mal noch nicht, weil ich muss auch nochmal schauen, mit welchem Char ich PvP spiele. Und da muss ich dann auch schauen, dass ich dann wieder die Katalysator-Aufladungen habe. Naja gut, so viel dazu. Das können wir auf jeden Fall anlegen. Dann haben wir hier einen weiteren Hexer. Mit dem war ich, glaube ich, auch nicht in den Dells unterwegs, sondern... Muss mal gucken, wo ich da war. Ah ja, okay. Wir haben hier einmal eine Waffe aus dem LFR. Dann haben wir einen Set-Teil und noch ein Set-Teil. Okay, also die Set-Sachen kriegst du eh nachgeschmissen, deswegen nehmen wir jetzt mal die Waffe, hätte ich gesagt. Ja, seht ihr, also die Set-Dinger kriegst du eigentlich gut. Also müsste ich eigentlich sogar mit 4 von den Aufladungen hinkommen, wenn ich die benutze und dann das Set halt über den Vault rausziehe. Gut, das graden wir jetzt einmal ab, dass wir da Normal C-Mog auch noch mit rausziehen. So, das muss auf 5. Besser ist es eh nicht, ne? Ich habe einen 606er Stab, also das sollte eigentlich soweit passen. Okay, als nächstes haben wir noch einen Evoker. Und seht ihr, da sind auch wieder diese Schultern, ne? Ich habe da keinen Mist erzählt. Die sind tatsächlich immer die gleichen Schultern gedroppt. Gut, das ist auch kein Delve-Char, so wie ich sehe. Da müssten wir wahrscheinlich auch nur im LFR und wahrscheinlich halt die Dungeons gemacht haben. Ah, da war ich sogar nicht mal im LFR. Schau mal an. Ein Trinket drin. Ja, warte mal, was kriege ich denn für die Marken, wenn ich die nehme? Ich 1000 Gold, 75 Tapferkeitssteine oder die Crests. Aha. Das lohnt sich jetzt eigentlich nicht wirklich. Holen wir mit dem noch einen Trinket, dann hat er ein bisschen höheres Item-Level. Mal noch was ganz Lowes an. Halt, das war das Lowe. Okay. Als nächstes haben wir wieder einen Delve-Char und zwar den Paladin. Und hat der? Na doch, einmal habe ich schon was aufgemacht aus den Delves. Okay. Schauen wir mal, was der drin hat. Set-Teil wäre wahrscheinlich das Beste, wenn man es, wenn ich es so sehe. Okay, wir haben hier Schultern drin, aber halt aus dem LFR. Einen Ring und ein Trinket. Ja, ich nehm den Ring. Bin jetzt schon am Schwanken, ob ich das Ding nehmen soll, ne? Aber nee. Das T-Mog-Teil, wir nehmen den Ring. Dann hat der ein bisschen besseres Gear und gutes. So, als nächstes haben wir hier einen Shami. Und was hat der? Auch wieder die Schultern. Seht ihr das? Das ist so dumm gewesen, mit wo ich gestern Boralos gefarmt habe, ne? Rauf und runter, diesen Kack. Schaut euch die Scheiße an. Das hat ja einen täglichen Cooldown, ne? Ich habe es am Montag und am Dienstag gefarmt, der hat die sogar zweimal, die Schultern. So dumm ist das, ich sag's euch. Das sind immer die Schultern gedroppt. Bin ich so froh, dass die jetzt an dem Vault drin waren. So, jetzt muss ich mal kurz gucken. Was hat denn der für ein Gear? 588. Gut. Ich nehme irgendwas an, was besser ist, oder? Oder nicht an, sagen wir es mal so. Weil hier ist 97. Legen wir erstmal die ganzen guten Sachen an. Bevor wir dann das Falsche nehmen. Hier noch eine Waffe gekriegt, oder? Ja, die ist aber Kriegsmeuten gebunden. Na gut, komm, die können wir ihm eigentlich gleich anlegen. Komisch, irgendwo habe ich noch was Höheres. Wunderbar. Ah, wahrscheinlich die Trinkets, ne? Gut, jetzt gucken wir mal. Also, das wird für T-Mog auf jeden Fall Sinn machen. Das bringt gar nichts. Okay, wir nehmen die Schuhe. Das wird das Sinnigste sein. Die kann ich dann auch im Katalysator umwandeln, T-Mog zu kriegen. Gut. Als nächstes haben wir einen Demon Hunter. Warum hat denn der so einen komischen Hut auf? Ach, das ist von Alchi, oder? Ah, wollte gerade sagen. Okay, und mit dem, das müsste eigentlich auch ein Delve-Char sein, aber ich habe noch keinen 616er an.
Könnte sein, dass ich den letzte Woche... Ah, doch. Das Trinket, das 616. Na gut. Schauen wir mal, was wir hier drin haben. Da wäre wahrscheinlich auch ein Set das Sinnigste, ne? Beine, ja. Die nehmen wir doch. Oder Kopf. Was habe ich denn noch lower? 603, 690. Ja, wir nehmen den Kopf, oder? Hat irgendwas Tertiärstat? Nee. Dann nehmen wir den Kopf. Hier wäre sogar auch noch was drin gewesen, was ich brauchen kann. Wunderbar. Dann haben wir jetzt noch den Monk hier. Und ja, was hat der? Na ja, gut, der hat auch erst letzte Woche einmal eine Delph-Belohnung gekriegt. Heißt, der ist jetzt noch offen für alles. Okay, also die Brust macht jetzt erstmal noch keinen Sinn. Was haben wir hier? Hals ist eh raus. Ja, wir nehmen die Hose. Hat sogar Tertiärstat. Tempo. No-Brainer, die nehmen wir. Da haben wir sogar auch noch so eine Kiste. Die hätte ich extra noch übergelassen. Und da noch ein Teil. Gut, ich glaube, das müsste es gewesen sein. Aber ich schaue jetzt mal noch, ob noch ein letzter Char irgendwo noch unter die Räder gekommen ist. So, ich habe nochmal durchgeguckt. Das waren jetzt tatsächlich alle Chars. Waren doch einige Items. Und ja, hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Wenn ihr wollt, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr so gekriegt habt. Vielleicht war irgendwas Krasses dabei. Und sonst sehen wir uns einfach beim nächsten Video wieder. Euer Tela. Und bis dahin. Ciao.